Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau, herzlich willkommen zu meiner heutigen Vorschau zu All Elite Wrestling's All Out. Ja, ich denke mal, das wird einer der besten Pay-Per-Views in der Geschichte werden, denn natürlich, Punk steht auf der Card. Es ist einfach nur krank, wie gut die das einfach wieder aufgebaut haben. Für jeden Pay-Per-View, den All Elite macht, guckst du dir die Card an und denkst dir nur so, Alter, das ist absolut großartig. Und hier natürlich auch wieder. In der Buy-In-Show haben wir ein großes Tag-Team-Match. Wir haben Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Utah, Jungle Boy und Luchasaurus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Private Party. Wir haben Jake Evans zusammen mit Angelico und Matt Hardy. Also 5 gegen 5 Tag-Team-Match. Die ganzen Teams haben sich in der letzten Zeit sowieso häufiger mal geprügelt. Ich würde ja auch eher mit so einem Feel-Good-Moment in der Kickoff-Show gehen. Das heißt, meiner Meinung nach würde ich hier die Faces gewinnen lassen. Dann haben wir die Women's Casino Battle Royale. Das Ganze hatten wir bei den Männern beim letzten Pay-Per-View auch, wo als Nummer 21 überraschend Lio Rush aufgetaucht ist. Und hier haben wir es aber so, dass wir wahrscheinlich Ruby Riott sehen werden. Es gibt viele Gerüchte gerade aktuell, aber Ruby Riott scheint da wohl relativ guter Pick zu sein. Außerdem natürlich alle anderen Damen, die da irgendwie mit bei All Elite zugegen sind. Und natürlich geht es auch hier um ein zukünftiges Titelmatch. Das Ding wird auf jeden Fall schön. Wenn Ruby Riott da ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie gewinnt. So, dann haben wir Jon Moxley gegen Satoshi Kojima, denn Moxley hat sich irgendwie einen Gegner ausgesucht und erst hat man gedacht, okay, das könnte vielleicht Tanahashi sein, aber jetzt hat man sich doch für eine andere Legende entschieden. Da gab es aber eh schon so ein paar Tag Team Matches mit dem, deswegen ist es glaube ich okay, dass man ihn hier einsetzt. Wird denke ich mal ein kleines, feines Match und das ist noch in Ordnung. Jon Moxley wird trotzdem meiner Meinung nach overgehen, denn gerade hier, um so ein bisschen auch Fackel weiterreichen und so weiter, kann man das glaube ich machen. Denn ein Sieg auf der anderen Seite würde nicht so viel bringen. Also ist Jon Moxley, glaube ich, schon ein guter Pick. Weiter geht's mit QT Marshall. Der hat sich angelegt mit Paul White, aka Big Show. Also Big Show wird hier das erste Mal bei All Elite in den Ring steigen und ein richtiges Match bestreiten. Natürlich wird auf QT Marshalls Seite jeder mögliche Typ da irgendwie mit eingreifen. Aber im Groben und Ganzen sind alle gehypt darauf. Und es ist auch cool. Also selbst wenn er nur Knockout-Punch macht und einen Chokeslam, das langt doch. Ja, Big Show also im Ring zu sehen, finde ich cool. Und auch hier würde ich eher mit Big Show als Sieger gehen. So, dann haben wir natürlich auch wieder so ein All-Time-Classic-Match, worauf ich auch übelst gehypt bin. Und zwar Pac gegen Andrade. Und das ist einfach nur nice. Also das ist sehr, sehr schön. Da bin ich auch super gehypt drauf. Und das kann auch einfach nur geil werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sehr wenig Aufmerksamkeit zu diesem Match in den Shows gemacht haben. Denn sie haben das zwar aufgebaut, aber mehr so in Backstage-Interviews, anstatt wirklichen In-Ring-Konfrontationen. Und da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber im Groben und Ganzen, einfach die Leute, die da drin sind, ziehen das Match. Und das ist auch völlig in Ordnung. Von daher, ich bin heiß drauf. Pac hatte natürlich schon einiges an Siegen in seiner All-Elite-Zeit, wo Andrade noch ein bisschen nachziehen müsste. Deswegen tippe ich hier auf Andrade. Dann haben wir MJF gegen Chris Jericho. Und auch hier ist es natürlich wieder was Besonderes, denn Jericho hat gesagt, wenn er gegen MJF verliert, wird er bei All Elite nicht wieder als Wrestler in den Ring steigen. Das heißt noch lange nicht, dass er All Elite komplett verlässt. Denn wir wissen zum Beispiel, dass er bei Rampage am Kommentatorenpult sitzt. Das heißt, man könnte ihn ja weiter als Kommentator einsetzen. Oder als Manager oder Mentor oder Trainer oder sonst irgendwas. Trotzdem wäre es natürlich sehr schade mit dem Potenzial, was jetzt gerade wieder zu All Elite kommt, wenn dann Jericho rausfällt. Deswegen tippe ich hier auf einen Sieg von Jericho. Auch wenn die andere Situation sicherlich möglich wäre. So, dann natürlich Darby Allin gegen CM Punk. Und das ist hier einfach mal der persönliche Wunsch von Punk gewesen, mit Darby Allin anzufangen. Das ist halt auch schon mal eine krasse Sache für ihn, pusht ihn natürlich. Und das Ding wird natürlich dann dementsprechend auch krass gehypt. Und die Frage ist natürlich, wie gut ist Punk noch im Ring? Denn Punk hat 8 Jahre nicht gecatcht. So. Weil es ja Lux, da müssen wir natürlich ja mal gucken, läuft das alles noch so rund? Ist er noch the best in the world? Und ich glaube mit Darby Allin, der halt einfach ein leichter Gegner ist, der super viel zählen kann, dass du da halt einfach auch jeden Kram mit rausfeuern kannst. Ich glaube, das Ding hier wird sehr, sehr lecker werden. Die Crowd wird natürlich komplett eskalieren die ganze Zeit. Und trotzdem muss ich sagen, hängt da die Messlatte ganz schön hoch. Weil wenn Punk vielleicht den einen oder anderen Botch mit einbaut,
könnte das den extrem krassen Hype vielleicht so ein bisschen abschwachen. Also eigentlich hat er hier eine ziemliche Schwierigkeit, denn er kann eigentlich nur verlieren in dem Match. Außer er zieht natürlich durch und das ist weiterhin geil, dann wollen wir natürlich mehr sehen. Aber hoffen wir mal, dass es alles glatt geht. Ich tippe hier auf jeden Fall auf CM Punk. Dann haben wir das TNT-Titelmatch und zwar Miro gegen Eddie Kingston. Irgendwie eine komische Matchpaarung, denn beide sind meiner Meinung nach Heel. Auch wenn Eddie Kingston mir in den letzten Monaten so ein bisschen face-ig eingesetzt wurde, aber trotzdem kaufe ich das noch nicht so richtig. Ich finde Eddie Kingston, der sieht nicht aus wie ein Face, der macht nicht Moves wie ein Face. Das ist eigentlich ein klassischer Heel und das ist auch in Ordnung. Ist halt nur schade, dass er mir aber so anders präsentiert wird. Irgendwie kaufe ich dem das nicht so ganz ab. Deswegen finde ich es hier ein bisschen komisch, Miro aber trotzdem hier in einem krassen Match zu sehen, weil die werden sich natürlich auch ordentlich auf die Fresse hauen. Ist das schon ganz in Ordnung? Ich tippe hier auf Miro und eine Titelverteidigung. So, dann haben wir ein Steel Cage Match um die All Elite Tag Team Titel. Pentagon Junior zusammen mit Rey Fénix gegen die Young Bucks. An sich eine Matchpaarung, die wir halt schon oft gesehen haben, die natürlich auch immer geil ist. Aber dieses Mal in einem Steel Cage Match. Und wer bei Dynamite aufgepasst hat, der hat gesehen, das Steel Cage Ding hat keine verdammte Tür. Das ist geil, denn seitdem bei der WWE diese komische Tür eingebaut wurde, sind die Steel Cage Matches nicht mehr so geil wie vorher. Und als man dann gesagt hat, ja, Pin und Submission geht auch, ist es nicht mehr so geil wie vorher. Von daher könnte man hier endlich mal wieder das Steel Cage Match in seiner alten, guten Form sehen. Bin ich also sehr gehypt drauf und das Ding wird natürlich krass. Die werden da wieder einen Spot nach dem nächsten abfeuern. Und trotzdem tippe ich auf eine Titelverteidigung von den Young Bucks. Dann geht's weiter mit dem All Elite Women's Titelmatch. Da wird Chris Statlander gegen Britt Baker antreten. Ich bin sowieso riesen Chris Statlander Fan. Britt Baker hat sich auch einfach super krass bewiesen. Von daher, das Ding hier wird auch sehr, sehr cool werden. Und die werden auf jeden Fall wahrscheinlich viel mehr Aufmerksamkeit ziehen, als es die Battle Royale machen kann. Auch wenn da viel mehr und viel überraschendere Leute drin sind. Aber ich glaube, das ist hier so ein unterschätztes Classic-Ding. Bin ich auf jeden Fall auch ziemlich gehypt drauf, weil wie gesagt, Chris Statlander finde ich wirklich richtig cool. Die hat ein cooles Gimmick, die hat eine coole Optik und die kann was. Also das kann eigentlich nicht scheiße werden. Von daher, ich freue mich drauf, aber auch hier sehe ich keinen Titelwechsel. Und dann geht es weiter mit Kenny Omega gegen Christian Cage um den All Elite World Title. Und auch hier tue ich mich mit einem Titelwechsel doch recht schwer. Das Problem, was ich halt hier habe, ist, wie fit ist Kenny Omega? Denn er musste in den letzten Monaten einiges einstecken. Der musste ganz schön viele Matches machen und der musste halt auch einige körperliche Lasten dann zu sich einfach nehmen. Und das ist halt schwierig. Christian auf der anderen Seite ist halt immer noch so geil und immer noch cool und passt halt und hat halt Kenny Omega schon mal besiegt. Ist schwierig, dass er ihm aber alle Titel abnimmt, glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, man hat den Impact-Titel dahin gewechselt, damit Christian halt in der Impact-Zone antreten kann und Kenny Omega sich ein bisschen mehr schonen kann. Aber im Groben und Ganzen denke ich nicht, dass man das bei All Elite ebenfalls so macht. Christian als All Elite Champion würde ich zwar feiern, aber auch hier sehe ich eher eine Titelverteidigung von Kenny Omega. Nur halt, wie gesagt, wenn er wirklich irgendwie nicht fit ist, bräuchte eine OP oder sonst irgendwas, dass man ihn längere Zeit rausschreiben muss, dann würde ich natürlich eher damit einverstanden sein, dass er den Titel wechselt. Aber an sich, Kenny Omega ist halt super. Es ist schwierig, da den Titel wechseln zu lassen. Also von daher, ja. Aber was auf jeden Fall bei diesem Event geil wird, ist das Event an sich. Die Matches werden einfach hammergeil. So, es ist kackegal, wer gewinnt, welche Titel wechseln oder sonst irgendwas, weil die Matches einfach so verdammt krank werden. Das wird einfach nur krass. Also von daher, schaut euch das Ding an. Auf jeden Fall gibt es von mir noch eine schöne Kickoff-Show und wahrscheinlich mache ich auch Live-Reactions. Das heißt, wir gucken das Ding zusammen auf Twitch. Dann könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Ich werde wahrscheinlich ab 20 Uhr dann am Sonntag online gehen und dann werden wir zusammen das Event gucken und natürlich vorher auch zocken. Und das wird einfach nur krass. Es sind einige Matches natürlich auf der Karte und das wird ganz schön lange gehen. Aber es ist halt geil. Was willst du gegen geile Matches sagen? Ist so in Ordnung. Ne? Also von daher, ich bin gehypt. Ich hoffe, du auch. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Was glaubst du? Wie fit ist Punk? Wie gut wird er performen? Und wen willst du hier als neue Champions vielleicht sehen? Dann sehen wir uns auf jeden Fall im Livestream oder im nächsten Video. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein und ciao.